And again. Wieder. Mal. Irgendwie so. Also wie gesagt, da das Spiel ja mit zwei unterschiedlichen Engine läuft, muss ich sagen, die Engine, die hier das normale Metal davon hat, also der Singleplayer, sieht irgendwie besser aus wie die DICE, also die Frostbite Engine im Multiplayer, finde ich. Ich weiß nicht, das hier wirkt irgendwie realistischer und sieht auch schöner aus. Und ja. Na gut, so viel zum Thema Engines und. Ja, also bis jetzt ist das Spiel eigentlich richtig cool. Also das kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, manchmal ruckelt das Spiel leider ein bisschen, aber eigentlich müsste es ruckelfrei laufen, sozusagen. Oh, das sind, die sehen alle so gleich aus. Naja, wir sind auch undercover unterwegs. Das will man da machen, was will man da mehr. Also ich hoffe, meine Stimme ist auch halbwegs laut genug, denn ich kann das jetzt immer nicht einschätzen, ob das so reicht oder nicht. Sobald wir feuern. Ah, für Hat-Anzeigen. Interessante Sache. Also wirklich, es sieht wirklich richtig gut aus, das Spiel. Ja, vielleicht schießt er mich noch an, hallo. Wo sind wir denn hier, im Nahen Osten oder was? Ja, ganz genau. Dach-RPG, ja. Yay, der Boden ist ein. Wollte ich schon immer mal haben. Boah, das hat er nicht gemacht, ey. Der arme Scheiße. Taliban. Oder Al-Qaida-Typ oder Terrorist oder Tschechene oder was weiß ich. Polo, Rabbit, alles okay? Ja, yeah, läuft. Denke schon. Wir brauchen Tarek nicht, um zu wissen, wo die bösen Jungs sind. Das ja, auf jeden Fall. Ja, genau hier. Oh, wir geben ihnen Deckung. Was ich sagen muss, der Sound ist auch irgendwie ein bisschen besser im Singleplayer als beim Multiplayer. Ich will jetzt nicht DICE irgendwie da reinreden, aber das Entwicklerstudio vom Singleplayer irgendwie kann es doch irgendwie, finde ich, ein bisschen mehr. Schade, dass es keinen Motion Blur Effekt gibt, das. Da wäre ich jetzt wieder total glücklich gewesen, wenn es da so einen Motion Blur Effekt geben würde. Aber leider nicht. Naja, macht ja nichts. Und ich stehe auf AKs, deswegen nehmen wir auch eine AK. Hilft der mir? Cool, der hilft mir. Kameradin hilft. Scheiße. Nice, man. Der Tarek ist umgefallen, Mother. Das Haus ist eine verdammte Falle. Das Haus, wohl eher die ganze Stadt. Wir sind da. Standard, oder? Frische Magazine und volle Konzentration. Wenn Tarek da drin ist, brauchen wir ihn lebend. Ja, wir kriegen den schon lebend. Halbwegs, denke ich. Wir hoffen es mal. Denn, wie man weiß, Kinder machen Flecken. Rotwein, Kaffeeflecken, das machen die Kinder, ne? Ich meine, wer die Werbung kennt, der wird vielleicht eventuell wissen, was ich meine, wenn ich... Egal! Wow. Achso, das sind ja tote Taliban. Das sahen so lebendig aus. Oder sehen sie gerade gleich aus? Nein, das ist der Kopf. Ja, hab ich nicht. Granaten aufgesammelt. Und das heißt Ponyhof. Ich werde gerade im Messerhalt vergewaltigt. Die Maus ist irgendwie technisch eingestellt. Das ist irgendwie ein bisschen. Und dann geht jetzt mal. Spaß. Jetzt müsste hier so ein Feature geben, was ich draußen jetzt einmal eine Runde im Kreis fährt. Das wäre lustig. Mann, das ist doch unfair. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr fahren, weißt du? Oh, ist nicht schön. Mein Traum eines jeden Terroristen, einmal mit einem so einem Karussell-Dampfer zu fahren. Das machen die Terroristen bestimmt auch immer zu, auch zusammen beladen oder so. Der wird einfach sich denken, ja, mach mal hier den Scheiß. Na gut, egal. Interessiert nicht. Wo muss ich denn hin? Lebt hier noch irgend so ein Freak? Nee.
Was sagt ihr da hat? Ja, das sind ja Mother. Da muss man ja runterrutschen, Davi. Ah, man muss echt runterrutschen. Yay. Na, was ist denn, Ladies and Gentlemen? Ja. Oh, ja. Die ganze Zeit die Deckung sagt kein Ton. Ja gut, das ist auch ein bisschen KI-Probleme. Oh, die. Wow. Ah! Aber ich sag mal, KI-Probleme sind jetzt nicht wirklich schlimm. Ist besser, wenn man es dann im schwierigen Modus spielt. Dann hat man eine komische KI. Ah! Ja, aber sowas von gesichert, Junge. Tja, ich mache keine halben Sachen, ne? Ah, da ist der Teppich wohl nicht ganz mit einberechnet worden in der Blutlache. Naja, egal. So, muss man denn den Namen tun? Also bis jetzt, wirklich gutes Spiel. Ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Und es gibt es ja im Mediamarkt für 30 Euro. Also wenn ihr es noch nicht habt, kauft euch. Es lohnt sich auf alle Fälle. Ohne Zweifel, es lohnt sich echt. Wenn er umgefallen ist, dann nicht freiwillig. Runter! Oh. Nice. War das so auch ein Trailer? Ich glaube, das sah doch irgendwie ein bisschen anders aus hier, das Ganze. Ach, was weiß ich. Mir egal. Hauptsache Fun und Spaß und explodierende Motherfucker. Das wäre mehr, ne? Das ist genau aus. Was jetzt? Ja, weiter, oder? Spaß und Kreis angefangen. Wir sind in Position. Keine Spur von Tarek. Ich wiederhole. Kein Tarek. Tja, dann würde ich mal sagen, oh, Tarek. Oh, Tarek. Oh, Tarek. Oh, Tarek. Oh, Tarek. Und endlich Ammunition. Verstanden. Sind schon unterwegs. Verlieren wir keine Zeit. Ja, ihr verliert doch gerade Zeit. Ihr könnt schon längst. Ja, genau, wollte ich doch gerade sagen. Gehen wir. Mother, Jimmy sagt, sie könnten Tarek haben. Ein Dutzend Kerle mit Waffen und ein Gefangener. Beeilen wir uns, Jungs. Ja, genau. Na, dann beeilen wir uns mal. Da. Ja, vielleicht noch RPG haben wir einen Schaden jetzt hier. Wo haben die jetzt überhaupt alle die Waffen? Hier immer so mal damit rechnen die doch sowieso nicht. Ich will keine Scheißschwimmen. Oh ja, ja, ja. Ah, die Messerfunktion ist auch übelst geil. Der geht nämlich da geil hin. Macht sehr, sehr, ja, wie sagt man, vorteilhaft. Wenn man so etwas entfernt ist, drückt in die Messertaste und der fliegt volle Kanne wie so ein Vampir-Styler zu dem Typen hin und sticht ihn ab. Ja, das wäre nice, very nice. Und die Musik ist auch sehr atmosphärisch, so wie die ganze Grafik, so wie das ganze Spiel. Eines der besten Mellophone-Spiele bis jetzt. Ja, ich kann. Ich werde mein Fazit am Ende des Spiels dann so geben. Ob sich das jetzt echt im Vergleich zu Modern Warfare besser ist oder schlechter ist, wer weiß. Bis jetzt finde ich das hier tausendmal besser. Sieht auch besser aus. Denn, oh, na. Ja, go, go, go. I'm right behind you, bitches. That's Mother, that's Bruder, that's Reacher. Mann, Armee hier macht alles kaputt, macht ein ganzes Dorf voller Kalibaren kaputt. Oh, what the fuck. Ja, hätte ich jetzt einen RPG, ne, aber hab. Ja. Auf jeden Fall! Auf jeden, sowas von. Ja, ich weiß, dass ich tot bin, du musst. Oh, nee, jetzt fängt mich schon wieder mit diesem bescheuerten Handzeichen. Erstmal bestimmt sieht man seine bescheuerte Hand, das habe ich auch schon bei Männer von der Airborne so aufgeregt. Weil ich die scheiß Hand immer zu gesehen habe, als ich das Spiel mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Männer von der Airborne im höchsten Schwierigkeitsgrad, das ist wirklich nicht einfach. Ja,
schneiden wir hier durch die Tunnelanlagen. Da sind Taliban ja und Terroristen ja immer gut. In Tunnelanlagen graben. Da kennen sie sich aus, da sind sie zu Hause, ne? Ja, los, komm. Ja, Mother, hilf mir. Hier überhaupt sein? Nee, anscheinend nicht. Ich muss anscheinend da lang, aber passt. Wo ist denn noch einer? Ach, da. Boah, nice. Ja, ich bin die Mutter. Los. Alle guten Dinge sind rein, ne? Wo haben wir denn nochmal freundlich Terroristen? Headshot, you fucking you. Status! Gesichert! Scheiße! Ja, läuft! Rabbit, hier lang! Ja, ja, ich bin der Hase, ich komme gehüpft, gehoppelt, irgendwas. Nimm die Scheiße auf, you! Ja, so. Na, stoßen wir mal zu unserem restlichen Team. Wird uns helflich ja nicht gebrauchen. Negativ, nur ein Haufen toter Arschlöcher. Gebäude ist gesichert. That's right. So, jetzt brauche ich die scheiß Dragunov nicht mehr. Jetzt kann ich endlich wieder meine AK benutzen. So, jetzt haben wir wieder Ammunition. Wie viel Munition? 5 Magazine, 7 Granaten. Wow, Flash. Okay, Tarek könnte überall sein. Wir schnappen ihn ins Leben, das finden raus, was hier los ist. Verstanden? Okay. Verstanden. Das klingt nach einem lustigen Plan. Na, here we go. Holen wir ihn uns. Dann holen wir uns. Aber dann macht auf, oder? Here we go, man. Nika, Nika. Flappt das, Alter. Wow, ich hab einen Taliban getötet. Das ist nice. Was gab's, ein Taliban ist aber... Nennen wir sie Terroristen, oder? Nee, ich sag, das ist nur ein wir sind ja nicht in Afghanistan. Status? Sicher. Warten Sie. Was denken Sie? Das Gebäude sieht sicher aus. Wurde von 2 Tschetschenen bewacht. Da ist was Wichtiges drin. Ach, Tschetschenen sind das, ja? Wie hätte ich das wissen müssen? Verstanden. Wo muss ich denn hin? Mr. Peacher? Denkt dran, Tarek ist da drin.